So, nachdem wir nun eine ganze Menge über globale und auch innergesellschaftliche Differenzen bei den Emissionen gesehen haben, wollen wir uns nun einmal anschauen, welche Rolle unser individuelles Verhalten dabei spielt. Dafür wollen wir zwei Dinge tun. Einmal mit einem CO2-Rechner unsere individuellen Emissionen berechnen und zum Zweiten schauen, welche Möglichkeiten und Grenzen wir eigentlich haben, unsere Emissionen so weit wie möglich zu reduzieren. Es gibt eine ganze Anzahl von CO2-Rechnern, mit denen man seine persönliche Klimabilanz erstellen kann. Es gibt zum Beispiel einen sehr schönen und einfachen Rechner des österreichischen Forums Umweltbildung. Wir wollen hier mal den Rechner des Umweltbundesamtes der BRD nutzen, weil da die Darstellung sehr schön grafisch aufbereitet ist und sich gut zum Vergleichen eignet. Also, auf zum CO2-Schnellcheck. So, ich schaue mir den an und gehe hier unten auf den CO2-Schnellcheck. So, was muss ich denn jetzt für mich eintragen? Also, wir haben 4 Personen im Haushalt, eine Wohnfläche von etwa 100 Quadratmeter. Das ist ein teilsanierter Altbau bis 1969 unter Denkmalschutz. Wir heizen fossil mit Gas. Wir beziehen Ökostrom. Wir haben kein Auto. Wir nutzen öffentliche Verkehrsmittel, ja. In Europa, wie viel reise ich denn da? Etwa, sagen wir mal, 6 Stunden pro Jahr, wenn ich auf Konferenzen fahre, in normalen Jahren. Transkontinental sind das ein bisschen mehr. Da sind es bei mir etwa, ich sage jetzt mal 48 grob, also 2 Hin- und Rückflüge nach Thailand oder nach Südostasien von jeweils 12 Stunden. Ernährungsform, Fleisch, reduzierte Mischkosten. Die Mischkost passt, glaube ich, besser. Die Kinder essen doch ganz gerne eine Wurst. Einkommen im gesamten Haushalt zwischen 2.500 und 5.000. So, jetzt schauen wir mal das Ergebnis an und wie sieht das aus? Aha, das ist eine ganze Ecke über dem deutschen Durchschnitt und zwar durch die Mobilitätsform. Also, mein Ergebnis ist leider nicht ganz so gut, wie man sieht. Tatsächlich wegen der nicht gerade wenigen Flugreisen, die überwiegend dienstlich bedingt sind, aber die ich tatsächlich ja auch damit zu verantworten habe. Also meine Bilanz ist deutlich höher als der deutsche Durchschnitt hier, was vor allem an den großen Emissionen für Mobilität, eben den Flügen, liegt. In allen anderen Bereichen bin ich eigentlich relativ gut, könnte man sagen. So, was wäre wohl, wenn ich da mal überall immer noch realistisch bezogen auf meine Wohn- und Arbeitssituation auf Flugreisen verzichte, mich vegan ernähre und überall auf das Minimum runtergehe? Jetzt schauen wir mal. Es sind immer noch 4 Personen im Haushalt. Wohnfläche 100 Quadratmeter, ja, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir da richtig viel Geld in die Hand nehmen und sagen, das ist energetisch vollsaniert, Baujahr bis 1919. Art der Heizung, wir wollen das auch mal erneuerbar machen. Ökostrom, ja, wir nutzen keine öffentlichen Verkehrsmittel, alles nur noch mit dem Fahrrad und ich fahre natürlich auch nicht mehr irgendwo hin, ich fliege auch nicht mehr. Ernährungsform setzen wir auf vegan. Also das ist das, was wir tatsächlich oder was ich machen könnte mit einigem Aufwand, um meine Bilanz so gut wie möglich zu gestalten. Schauen wir mal, wie das aussieht. Aha, und was kommt dabei raus? Wow, das ist schon mal deutlich weniger, aber wie wir sehen, es sind immer noch gute 3,6 Tonnen CO2 pro Jahr. So, wenn ich mir mein absolutes mögliches Minimum anschaue, tatsächlich die ganzen Flugreisen alles weglasse, dann bin ich immer noch bei viel weniger als der bundesdeutsche Durchschnitt, auch als der österreichische Durchschnitt, aber das ist eigentlich immer noch zu viel für einen nachhaltigen Lebensstil und vor allem zu viel, um bei einem 1,5-Grad-Ziel zu bleiben. Was ich hier daran wirklich krass finde, ist, auch bei aller Mühe kann ich meine Emissionen eigentlich kaum realistisch weitersenken. Da müsste ich ausziehen und ganz anders wohnen, ganz anderen Lebensstil, also wirklich einen radikalen Bruch mit meinem bisherigen Leben machen,
Was heißt das also für meine persönliche Verantwortung? Und was heißt das für das Verhältnis von individueller und gesellschaftlicher Verantwortung? Um das zu ergründen, wollen wir im nächsten Schritt jemanden fragen, der sich mit dem Thema gut auskennt. Ich spreche jetzt mit Jan Burg, Referent für Klimaschutz und Energie bei der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch in Bonn und Hauptautor des jährlichen Klimaschutzindex, der alle Länder hinsichtlich ihrer Klimaschutzanstrengungen bewertet und vergleicht. Jan, in den letzten Folgen dieses MOOCs haben wir schon was über die Unterschiede, über die Emissionen, vor allem hinsichtlich von Einkommen, aber auch unterschiedlichen Ländern erfahren. Und wir haben einmal unsere persönlichen Emissionen bilanziert. Dabei hat sich herausgestellt, dass man zwar einerseits die eigenen Emissionen schon deutlich reduzieren kann, indem man zum Beispiel weniger fliegt oder seine Ernährung umstellt, andererseits aber auch kaum so weit mit den Emissionen runterkommt, wie das eigentlich nötig wäre und eigentlich auch immer ein dicker Restbetrag bleibt. Ja, du kennst ja diesen Umweltbundesamt-Rechner und diese ganzen anderen Rechner wahrscheinlich auch. Also wenn ich da im Rahmen meiner Möglichkeiten, was alles so realistisch ist tatsächlich, alles runterfahre, wie ich will, da bleiben immer noch weit über 3-4 Tonnen CO2 pro Jahr übrig. Warum ist das so schwer, den eigenen CO2-Fußabdruck tatsächlich nachhaltig zu senken? Und kann man das überhaupt insoweit machen, wie es eigentlich nötig wäre? Ja, da antworte ich erstmal auf die zweite Frage zuerst. Wir wissen vom IPCC, um tatsächlich gefährlichen Klimawandel zu vermeiden, also deutlich unter 2 Grad oder gar 1,5 Grad nicht zu überschreiten, müssen wir bis 2050 auf Netto Null runter. Das bedeutet eine Halbierung der Emissionen bis 2030 vom jetzigen Stand. Und das bedeutet, dass man natürlich auch pro Kopf nicht bei 3 Tonnen irgendwann enden darf, sondern natürlich auch da bei null sein muss. Und dementsprechend reicht es nicht, wenn man die eigenen Emissionen alleine betrachtet. Und deshalb muss man sich dafür einsetzen, die Rahmenbedingungen in einem Land zu verändern, dass sich nachhaltiges Leben, dass einem das leichter fällt und dass es überhaupt erst möglich ist. Die Restemissionen, die du wahrscheinlich da gesehen hast, stammen häufig aus dem Bausektor, aus dem Industriesektor. Wir können viele Sachen halt einfach nicht verändern. Infrastrukturmaßnahmen, Straßenbau ist von einer Einzelperson nicht zu beeinflussen und dementsprechend muss die gesamte Gesellschaft ran und nicht nur der Einzelne. Ja, um das auf den Punkt zu bringen, heißt das letzten Endes, kann ich denn die Welt dann also retten, indem ich weniger fliege oder weniger Fleisch esse? Oder geht das eigentlich gar nicht? Bringt das vielleicht gar nicht so viel, was Einzelne dann tun? Ja, die Welt wird gerettet, wenn wir alle zusammen auf der ganzen Welt auf Null Emissionen kommen. Das ist natürlich eine Gesamtanstrengung aller 190 Staaten. Es ist eine Gesamtanstrengung aller Regierungen dieser Welt, aber natürlich auch aller Menschen, die in dieser Welt leben. Also das vielleicht erstmal so festzulegen. Das heißt, der Einzelne ist natürlich ein Teil davon, aber es reicht halt nicht, wenn man quasi dabei aufhört, was man selber tun kann in dem Rahmen, den man lebt, sondern man sollte sich aus unserer Sicht auch dafür einsetzen, dass der Rahmen verändert wird, in dem man lebt, weil sonst kann die Transformation nicht gelingen. Das heißt, man muss, oder mal umgekehrt gefragt, welche Rolle oder in welchem Verhältnis sollen denn dann individuelles Verhalten, was Vermeidung angeht, stehen im Vergleich zu politischem Handeln? Und wie kann man denn politisch tätig werden? Es gibt ja das Konzept des ökologischen Handabdrucks. Der ist ja maßgeblich auch von Germanwatch mitentwickelt. Wie muss also Handabdruck und Fußabdruck zusammenwirken, damit man tatsächlich wirklich was bewirkt? Naja, zuallererst mal ist es, sehen wir auch aus Forschung, dass es tatsächlich die Menschen, die sich viel um ihren Fußabdruck kümmern, halt auch tatsächlich diejenigen sind, die sehr viel über die Hindernisse wissen. Also sprich, wenn ich mich darum kümmere,
vielleicht meinen Urlaub CO2-neutral oder CO2-arm und öffentlichen Verkehrsmitteln zu gestalten. Dann weiß ich aber auch, dass ich in das schöne Bergdorf in Österreich nicht hinkomme, ohne tatsächlich mit einem Verbrennungsmotor dahin zu kommen. Und dementsprechend weiß ich natürlich auch, wofür es sich lohnt, sich einzusetzen, nämlich für einen guten ÖPNV, auch in Urlaubsregionen, nur als Beispiel. Und dementsprechend, ja, es ist gut, sich um diesen Fußabdruck zu kümmern. Allerdings reicht es, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, nicht aus. Und wir müssen tatsächlich uns um die Rahmenbedingungen kümmern. Und wir haben das halt auf die Formel Handabdruck, Handprint gemünzt, wo es darum geht, sich tatsächlich einzumischen, seinen eigenen Handabdruck zu vergrößern, wobei man halt den Fußabdruck verkleinern sollte. Mhm. Ich meine, das Spannende ist natürlich, du sagst jetzt gerade, man wird darauf aufmerksam natürlich, wo die Grenzen auch sind. Das fällt mir schon auf, wenn ich allein diesen Umweltbundesamt-Rechner mal mache, ins Detail gehe und sage, wo kann ich wirklich schrauben und feststelle, boah, da bleibt immer noch so viel übrig. Das heißt aber, im zweiten Schritt müsste ich dann eigentlich aktiv werden, oder? Das heißt, da auch wirklich was machen und Änderungen anstreben. Wie kann ich das tun? Was kann ich tun, um tatsächlich meinen Handabdruck zu vergrößern, um nicht nur beim Fußabdruck stehen zu bleiben? Naja, da muss man sich halt fragen, wer in unserer Welt Entscheidungen trifft und wer die Möglichkeit hat, Rahmenbedingungen zu verändern. Und das ist jetzt in unserem Fall, wenn man jetzt mal nach Deutschland oder nach Österreich schaut, ist das natürlich erstmal die Politik, die notwendigen Rahmenbedingungen setzt, sei es jetzt auf städtischer Ebene, wenn ich mich für ein besseres Radwegenetz einsetzen will, reicht es nicht alleine mehr Fahrrad zu fahren, sondern sich tatsächlich auch dafür einzusetzen, der einfachsten Ding, die richtige Partei zu wählen, sich um die Wahlprogramme zu kümmern, aber natürlich auch bis hin, sich in Bürgerinitiativen zu engagieren oder sich in örtlichen NGOs, dem ADFC oder wem auch immer, zu engagieren. Das könnte ein erster Schritt sein. Ja, was kann man denn konkret machen, um seinen, abgesehen von dem Fußabdruck zu reduzieren? Wir haben ja gesehen, Fußabdruck reduzieren, das bringt ja schon was, aber das hat tatsächlich Grenzen. Was kann ich denn jetzt konkret machen als erste Schritte beispielsweise, um meinen Handabdruck zu vergrößern, um das tatsächlich in ein besseres Verhältnis zu bringen, Handabdruck und Fußabdruck? Nehmen wir mal weiterhin das Beispiel Verkehr. Ich könnte ja meine Anstrengungen daran setzen, tatsächlich in meiner Straße jeden Autofahrer davon zu überzeugen, nicht mehr mit dem Auto zu fahren. Oder wir könnten auch versuchen, das tatsächlich über die moralische Ebene versuchen, in Debatten hinzubekommen, dass Leute nicht mehr Auto fahren. Ich glaube, die Energie, die man dafür aufwendet, und es wird ja sehr viel Energie in solche Richtungen aufgewendet, ist, glaube ich, sinnvoller investiert, wenn man tatsächlich es schafft, gute Alternativen zum Autoverkehr zu schaffen. Es schafft, zusammen mit anderen sich zu organisieren, um auch im ländlichen Raum Transportmöglichkeiten für Menschen zu schaffen und sie nicht abzuschneiden, wenn sie kein Auto mehr haben. Das kann dann aber auch heißen, dass ich mich irgendwann auch entscheide, in eine bundespolitisch aktive NGO zu engagieren. Es kann dazu führen, dass ich auf Demonstrationen gehe. Es kann halt im Endeffekt alles, was am Ende dazu führt, dass sich die Rahmenbedingungen so ändern, dass es mir leichter fällt, mich klimafreundlich zu verhalten. Das muss das Ziel sein, das muss man im Hinterkopf haben. Das heißt, dass es eben nicht nur mir leichter fällt, sondern halt auch allen meinen Mitmenschen, die ich eigentlich vielleicht moralisch überzeugen will und das gar nicht kann, weil das zu viel Aufwand ist. Macht das denn jetzt Sinn, dass Greta Thunberg mit dem Schiff nach New York fährt? Hätte die nicht auch fliegen können? Also bei dem Handprint, den diese Frau hat, der ist so gigantisch, da kann die wahrscheinlich das ganze Jahr mit Langstreckenflügen zubringen. Das ändert nichts an der Gesamtwirkung, die die hat. Aber warum macht die das nicht? Oder warum ist es sinnvoll, dass sie das so konsequent auch lebt, wie sie das lebt? Naja, jedem ist ja selber überlassen, ob er versucht, weiterhin seinen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten und auch versucht, dadurch ein Zeichen zu setzen, dass man eben sich nicht dabei kritisieren lässt, weil man dann doch zu einer Klimakonferenz hinfliegt. Ich glaube aber, dass man gerade jungen Menschen Fliegen und politisches Engagement mit Fliegen verbunden auf keinen Fall verbieten sollte und dass das heuchlerisch und doppelzüngig und zynisch ist, wenn man das tut. Also
ich bin jetzt der Letzte, um Greta Ratschläge zu geben, aber aus meiner Sicht hätte sie durchaus auch nach New York fliegen können und wir wären ihr trotzdem sehr dankbar für ihr Engagement und ihre Leistung gewesen. Das macht aus meiner Sicht nicht den entscheidenden Unterschied. Man gibt ja auch einfachere Möglichkeiten. Es hat ja auch nicht jeder die Möglichkeit, mit dem Segelschiff nach New York zu fahren, was ja sicherlich auch eine tolle Erfahrung ist, muss man vielleicht auch ihr zugestehen. Sondern es geht ja darum, wer nicht fliegen muss, eventuell die Emissionen auszugleichen und so weiter. Aber spannender ist momentan, finde ich, die Initiative der Europäischen Union und vielleicht auch der zukünftigen Bundesregierung in Deutschland, sich um Kurzstreckenflüge zu kümmern, Alternativen zu Kurzstreckenflügen zu schaffen, gute Nachtzugverbindungen in Europa zu schaffen, gute Schnellzugverbindungen zu schaffen. Also tatsächlich sich um die Alternativen zu kümmern, klimakonform, klimafreundlich zu reisen, ist der spannendere Punkt als die Einzelfrage, wer jetzt gerade sich von A nach B wie bewegt. Was heißt denn das eigentlich dann für das Verhältnis von ökologischem Fußabdruck oder CO2-Fußabdruck und Handabdruck? Wenn ich das richtig verstehe, dann ist in meisten Fällen der Handabdruck möglicherweise sogar wichtiger als der Fußabdruck. Das ist gut, wie du sagst, jeder Einzelne sollte natürlich versuchen, seinen Fußabdruck zu reduzieren, soweit das geht. Aber wichtiger wäre eigentlich, den Handabdruck soweit zu vergrößern, wie es geht. Genau. Und vielleicht noch übersetzt, was heißt Handabdruck? Das Ziel muss es ja sein, also momentan geht es jedem von uns, der sich nachhaltig verhalten will, so, dass er den Berg hochlaufen muss. Ja, das ist eine schiefe Ebene, du musst dich mehr anstrengen, es ist teurer, es ist anstrengender und spätestens ab dem zweiten, dritten, vierten Kind sagen viele, jetzt brauche ich doch das Auto oder ich habe nicht mehr die Zeit oder das Geld, mich zu engagieren. Und alle anderen, die vielleicht auch nicht dieses ökologische Bewusstsein haben, muss es eben leichter fallen, sich nachhaltig und klimafreundlich zu verhalten, als es momentan ist. Und sogar eigentlich muss die Ebene umgedreht werden. Ne? Also du musst eigentlich einen Berg runterrollen und fällt dir leicht und nett und es muss in deine Routine übergehen, dass du dich klimafreundlich verhältst. Und vielleicht nochmal ein Beispiel hier genannt. Ich weiß nicht, ob du die Stadt St. Gallen in der Schweiz, ob du das Beispiel kennst. Hier war es so, dass 2011 ihre Standardoption für die Stromversorgung von braunem, dreckigen Strom auf grünen Strom umgestellt haben für alle, der natürlich etwas teurer war. Dann hat man gleichzeitig noch eine Bildungskampagne dazu gemacht und erklärt, warum man das tut. Und das Ergebnis ist, dass man sieht, dass mittlerweile 80-90% der St. Gallner beim grünen Strom geblieben sind. Und wenn man sich eine Stadt, jetzt in meine Stadt Bonn guckt oder so, dann ist es so, dass es genau andersrum ist, dass 90% beim konventionellen Strom bleiben, trotz einer Bildungskampagne, die einfach nicht durchdringt, weil man dann vielleicht irgendwie doch in dem Moment keine Zeit hat, vielleicht auch keine Lust hat, mehr Geld auszugeben. Aber sobald man die Standardoption ändert, hat man mit einem Schlag deutlich mehr erreicht, als wenn ich jetzt zu jedem Einzelnen gehe und den versuche zu überzeugen. Und das ist für mich ein extremes gutes Beispiel dafür, wie es sich lohnt, mit einer kleinen Veränderung der Standardoption eine sehr, sehr große Wirkung zu erzielen. Und das hat tatsächlich und da ist ein gutes Beispiel einfach für die Setzung von Rahmenbedingungen. Und das kann ich mir für sehr, sehr viele andere Möglichkeiten vorstellen. Wir haben auf der neuen Internetseite zum Handprint www.handprint.de, das können wir vielleicht auch nochmal einblenden, sehr, sehr viele Beispiele auch einfach gezeigt, wie man sich engagieren kann, wie man versuchen kann, solche Standardoptionen zu drehen. Und natürlich ist es so, deshalb bin ich vielleicht auch ein großer Fan der Europäischen Union, umso größer die Region ist, in der ich eine Veränderung herstelle, für die ich die Regeln setze, umso eher ist es halt auch so, dass sich niemand benachteiligt fühlt oder umso eher ist es so, dass es dann vielleicht auch für alle produzierenden Gewerbe in einer großen Region gleiche Bedingungen gibt und dementsprechend ist nicht ein Wettbewerb um den schlechteren Umweltstandort geht. Also deshalb ist natürlich wichtig, dass wir die Rahmensetzung auf einer möglichst supranationalen Ebene machen und nicht nur national. Deshalb ist die EU wichtig, deshalb ist das Paris-Abkommen wichtig und deshalb ist es halt wichtig, dass hier eine
eine Regelung auf einer so großen Ebene wie möglich stattfindet. Das klingt für mich schon danach, als würde es Sinn machen, wenn man sich fragt, was kann ich denn jetzt eigentlich tun? Einzelinitiativen oder anfangen kann man natürlich immer vor Ort, im Stadtviertel, auf der kommunalen Ebene vielleicht. Kommunale Vertreter anschreiben, fragen, warum gibt es da keinen Radweg? Kann man da nicht was ändern? Initiativen suchen vor Ort. Aber für so europäische oder so, sagen wir mal, nationale oder europäische Lösungen, da gibt es NGOs, da kann man sicher Anschluss finden, kann sich damit engagieren. Oder tatsächlich bei Wahlen, ne? Genau, natürlich sind Wahlen wichtig. Es sind das Engagement in, also es ist natürlich auch erstmal eine Information, wer entscheidet eigentlich worüber, wann, was. Das ist natürlich auch eine Aufgabe von Bildungsarbeit von Schulen und von euch, von Universitäten, dass man das auch erstmal vermittelt, damit ich weiß, wie ich mich engagieren kann. Und tatsächlich weiß man aus der Umweltpsychologie, dass die Handlung irgendwie zur Herausforderung passen muss. Und da reden wir natürlich im Endeffekt vom Klimawandel und dann ist natürlich schon so, dass wenn ich mich erfolgreich für ein Hochbeet in meinem Dorf eingesetzt habe, ich natürlich schon auch irgendwo weiß, dass dieses Hochbeet die Welt nicht rettet. Nichtsdestotrotz ist es für mich erstmal ein Erfolg, dass ein Platz begrünt ist und ich weiß, ich kann auch im Kleinen was bewirken und faktisch muss natürlich die Transformation auch im Ort umgesetzt werden. Das heißt, je nachdem, es ist natürlich auch je nachdem, wo meine Vorliebe liegt oder wo ich denke, ich habe den größeren Einfluss. Wenn ich einfach extrem gut vernetzt bin in meinem Stadtteil, habe ich vielleicht die größere Wirkung, dort die Transformation umzusetzen, die auf einer höheren Ebene beschlossen wurde. Aber ohne diese Beschlüsse auf dieser höheren Ebene, ohne eine Veränderung der Rahmensetzung, bin ich in meinem Dorf, in meinem Stadtteil halt eben alleine. Und deshalb muss es verzahnt sein und Hand in Hand gehen. Dann hilft die einzelne Plastikmüllsammelaktion dem großen Klima erstmal nicht, aber es ist total wichtig für den Zusammenhalt und sich zu überlegen, wie kann ich mich halt vielleicht engagieren und auch organisieren, um beim nächsten Mal tatsächlich nicht den Plastikmüll wegzuräumen, sondern zu verhindern, dass er überhaupt da landet. Weil dann ist natürlich die nächstgrößere Ebene erreicht und das veranschaulicht vielleicht ganz gut, wie das Ganze auch verzahnt Hand in Hand gehen muss. Ja, gibt es denn bei euch, bei Germanwatch, jemanden, der sich ganz besonders mit dem Thema beschäftigt? Ja, hier im Team für Bildung für nachhaltige Entwicklung gibt es die Marie Heidfeld und den Alexander Reif, bei denen man sich melden kann. Die Marie ist Umweltpsychologin und der Alex ist Geograf, die sich extrem intensiv mit dem Thema Handprint beschäftigt haben, aber natürlich auch bei mir gerne, wenn man zu dem Thema mehr wissen will, haben wir sehr, sehr viele Informationen, auch tatsächlich konkrete Handlungsmöglichkeiten. Wir haben so eine Art Bingo entwickelt, wo man tatsächlich an einem Rädchen drehen kann und so ein Kartenspiel, wo man tatsächlich auch einfach mal schauen kann, was man denn eigentlich tun kann. Und da sind hunderte von Beispielen und tausende von Möglichkeiten, die man da tun kann. Ja, super. Vielen Dank. Danke euch.